Sie haben bestimmt schon einmal darüber nachgedacht, ob Sie in der Lage wären, selbst einen Mord zu begehen. Die Forscher belegen, dass Ihre Entscheidung schon längst gefallen ist, bevor Ihr Bewusstsein davon erfährt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, aber mir macht das Angst. Tod sein, das ist wie deppert sein. Alle anderen merken es, du selber merkst nichts. Ihr Herr Vater ist wann gestorben? An meinem Geburtstag. Alles Gute. Nachträglich. Dankeschön. Haben Sie sich keine Sorgen gemacht um Ihren Mann? Nein. Diese Ehe war doch schon längst Vergangenheit. Das ist ja schon komisch, dass der Tote ein Bestattungsunternehmen hat. Muss ja alles weitergehen, wir haben viele Aufträge. Na, Gott sei Dank. Sehr schön, dass ihr es einrichten konntet. Aber ein wenig Tageslicht schaut euch ja nicht. Geht dich schon mal aus, Heirat? Weiter? Nichts weiter. Fragen über Fragen. Lass mich freuen. Am Ende kommt immer alles raus. Wo sind Sie? Wo ist Schaller? Wir sind alle am Friedhof. Ist weggestanden. Schau mal, Angelika, da ist eine Angelika. Danke für alles, was du uns gegeben hast, Angelika. Da liegen sie und warten auf die Ewigkeit. Ja, wenn du mal tot bist, dann hast du es nicht mehr so eilig.